Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf einem Kanal zum lang ersehnten 3 Saisons Sprint to Glory Showdown. Dafür bin ich heute natürlich nicht alleine. Es ist derselbe Gegner wie beim 1 Saisons und 2 Saisons Showdown, nämlich der liebe Leches. Servus Leute, was geht? Ich bin auch wieder am Start. Ich habe richtig Bock auf diese Aufnahme. Lange haben wir gewartet, jetzt ist es soweit. 3 Saisons und Dennis sagt euch mit welchem Team. Genau Leute, fackeln wir dafür gar nicht lange rum. Wir bleiben in der Bundesliga und nehmen einen der beiden Aufsteiger. Auf meinem Kanal ist das Ganze mit dem SV Werder Bremen und wir wollen also gucken, wohin das Ganze in 3 ganzen Saisons in diesem einen Video hier gehen wird, ob nicht vielleicht sogar einer irgendwie das internationale Geschäft als Beispiel erreichen könnte. In der Karriere drin, Leute, bevor wir richtig reinstarten, vergesst an der Stelle natürlich nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Vor allem, wenn ihr vielleicht ja auch ein 4 Saisons Showdown sehen wollt. Das letzte Video hatte über 4000 Likes. Machen wir auch hier mal wieder 4000 Likes vielleicht als Ziel, um als nächstes eine 4 Saisons Showdown genau in dieser Konstellation zu sehen. Vielleicht dann ja auch mit einem Zweitligist oder so hier in Deutschland oder in England. Gott weiß wo. Aber wenn ihr noch auf Bock habt, Leute, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Und zu guter Letzt, Leute, erster Link ganz oben in der Beschreibung. Da kommt ihr zur Folge, die wir auf dem Kanal von Chris aufgenommen haben. Auch da haben wir uns den Aufsteiger geschnappt. Neben Bremen brauchen wir natürlich den anderen Aufsteiger mit dem FC Schalke 04. Und auch da, über 3 Saisons könnt ihr gerne abchecken. Genau, Leute, bevor wir reinstarten, noch eine kurze Sache, nämlich das Regelwerk hier eingeblendet. Die alten Hasen werden es kennen. Falls es neu für euch sein sollte, kurz auf Pause drücken und sich den ganzen All durch lesen und damit starten wir jetzt rein. Nicht den ganzen Aal, wir sind hier bei Werder Bremen, den ganzen Lachs sich ganzen eben durchlesen. Lachs. Genau, so sieht's aus, Leute. Wir starten rein in die erste Sommertransferphase. 16 Millionen Budget, 20 Minuten Zeit. Chris, bist du bereit? Ich bin ready. 20 Minuten, ich hab Bock. Let's go. Also gut, Leute, wir haben aktuell, beziehungsweise ich habe aktuell, eine ganz schön dolle Flaute, was die Showdowns gegen besonders Chris angeht. Also diverse Male jetzt in Folge verloren. Wir versuchen das alles heute anders zu machen und starten jetzt also rein in die 20 Minuten. Die beginnen in 3, 2, 1 und los geht's und wir verplempern gar keine Zeit. Der erste Verkauf hier in der Karriere, 19 Millionen Euro für Niklas Füllkrug, zahlt Atalanta Bergamo oder Bergamo Calcio, wie auch immer. Auf der anderen Seite unser erster Neuzugang. Wir tauschen Leonardo Bittencourt ein, den ich bisher eh nicht verkauft bekommen habe, gegen Ryan Jerky, ein absolutes Top-Talent für die 10er-Position von Olympique Lyon, 18 Jahre jung, 73er Gesamtstärke und wir haben noch 400.000 Euro nur daneben bezahlt. Unser nächster Deal, Facundo Farias, kommt aus der argentinischen Liga für knappe 10,5 Millionen Euro oder 10,7 sind es, glaube ich, genau. Vertrag läuft auch hier aus und wir zahlen unter Marktwert und kriegen ein sehr stabiles Talent. Die Zeit läuft, wir sind hier in der ersten Saison, Sommertransferphase mit Werder Bremen. Im Hintergrund seht ihr unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Ich würde schon gerne so eine 75 plus im Kollektiv bekommen nach dem ersten Jahr. Was bedeutet, man müsste Jung, Starke und auch Schmidt austauschen oder Schmied. Ich weiß gar nicht, wie man den genau ausspricht, aber es ist keine schlechte Mannschaft. Die Fünferkette will ich eigentlich auch beibehalten, denn im Endeffekt hat man da mehr Stabilität. Das ist unser Geld. Verträge habe ich langfristig jetzt auch schon mal verlängert. Freigabe zum größten Teil rausgenommen und jetzt heißt es also für uns, Spieler auf die Verkaufsliste setzen, die Wunschliste aufstellen und dann euch auch die ersten Neuzugänge vorstellen zu dürfen. Das ist der erste Neuzugang. 7 Millionen überweisen wir nach Mainz für den Linksverteidiger Aaron Martin, der unsere linke Verteidigerposition beackern soll, also linker Außenverteidiger. Hier haben wir Füllkrug und Weißer, die begrüßen den Spanier, der in der Realität immer mal wieder auch mit einem Abgang zurück in die Heimat irgendwie in Verbindung gebracht wird. Bei uns aber trägt er die Nummer 2, hat für 5 Jahre unterschrieben und ist unser erster Neuzugang. Was auf der einen Seite funktioniert, funktioniert jetzt auch auf der anderen Seite. Genau 7 Millionen Ablösesumme, wie zuvor auch bei Aaron Martin, ist das jetzt für Yusuf Atal. Der wechselt aus der Liga vom OGC Nizza und soll die rechte Verteidigerposition beackern. Beide Baustellen haben wir damit jetzt erfolgreich hinter uns lassen können. Ich sag mal so, nirgendwo im Kleingedruckten der SDG Showdown-Regeln bzw. des Regelwerks steht, dass man freie Spieler nicht holen darf. Also machen wir das Ganze jetzt auch einfach hier mal. In der ersten Saison direkt und holen Alexis Vega, ein mexikanischer linker Flügelspieler mit einer 79er Gesamtstärke. Ja, werden dann noch die Positionen von Mitchell Weiser zum zentralen Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch irgendwas bringt im FIFA 23 Karrieremodus. Nö, tut es nicht, aber ja, okay, damit ist mein ulkiger Plan auch absolut fehlgeschlagen. Es geht weiter mit Transfers, Leute. Adria Pedrosa ist unser nächster Mann, den wir verpflichten, Anthony Jung und knappe 10 Millionen im Tausche dazugegeben und für die andere Seite gibt es auch einen neuen Namen und das ist Joe Skelly von Borussia Mönchengladbach. Hier tauschen wir Agu ein, der ja von der Gesamtstärke schlechter ist, dazu ja, was zahlen wir, 2 Millionen oder so oben drauf, also ein absoluter Schnapper dafür, dass wir einen Spieler mit mehr Potenzial bekommen und mehr Gesamtstärke. Alle guten Dinge sind 3, diesmal müssen wir ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, bei 7,5 Millionen treffen wir uns hier mit Granada. Es geht dabei um Oscar Melendo, der auch jetzt unser dritter Neuzugang ist und ja, eigentlich
eigentlich gelernter Zehner, vielleicht spielt er auch auf dieser Position, wobei wir da halt eigentlich jetzt aktuell auch schon Mitchell Weiser geplant haben, denn den trainieren wir ins Zentrum um, daneben Leo Bittencourt und jetzt noch Oscar Melendo. Ich hoffe, ich habe mich dabei nicht verzockt. Wir verhandeln jetzt mit der TSG 1899 Hoffenheim, es geht dabei um einen reinen Tauschdeal und er geht jetzt dann auch über die Bühne. Effektiv im Rating bringt uns das nichts, denn Geiger 75, Leonardo Bittencourt auch, denn das genau ist unser Tauschspieler, allerdings hat Leo Bittencourt, ja, der Dreierlachs, einen Marktwert von 5,5 Millionen und Dennis Geiger halt eben einen von 8,5. Bei uns kriegt er auch ein bisschen mehr Gehalt, ist dann ein typischer Achter, sorgt vielleicht auch für mehr Stabilität und hat vor allem halt auch deutlich höheres Potenzial. Bei ihm kann es nämlich alleine von vornherein in Sachen Potenzial bis auf eine 80 an Gesamtstärke gehen. Wir gehen auch hier den nächsten Schritt und es passieren doch mehr Transfers, als ich eigentlich von vornherein erwartet hatte, mit Reese Oxford und Niklas Stark im Tausch plus von unserer Seite aus 3 Millionen obendrauf. Holen wir einen neuen Innenverteidiger, der ist bereits jetzt ein Ratingpunkt besser, ist 4 Jahre jünger und hat ein 81er Potenzial, also auch das ist natürlich ein Transfer mit dem Blick in die Zukunft und natürlich auch in die Gegenwart, denn der wird unangefochten unser dritter Innenverteidiger sein. Der Saisonstart war alles andere als erfolgreich, im direkten Duell mit Schalke gibt es ein 1-1, gegen Hertha verlieren wir knapp, gegen Gladbach dann das Ganze auch. Das ist ein bisschen blöd, aber wir haben uns genau auf das eigentlich auch einstellen können. Im Hintergrund schauen wir mal ganz kurz drauf, ist das unsere Mannschaft mit Kapitän Friedl, ist das der Einzige, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Ich finde es eine gute Mannschaft, 75 plus im Kollektiv und ich glaube auch, dass wenn wir vereinzelt die direkten Duelle vor allem gegen die Abstiegskonkurrenten gewinnen, auch auf jeden Fall in der Liga bleiben. Wenn nicht, gehen wir runter und greifen dann halt übernächstes Jahr hoffentlich wieder erstklassig an, könnte aber in Sachen Punkten natürlich einen deutlichen Rückstand gegenüber Dennis geben. Jetzt geht's da gleich in die Snipe-Phase auf jeden Fall, aber für euch noch die ganzen Abgänge natürlich auch von unserer Seite will ich jetzt nicht vorenthalten. Wir haben Dudu verkauft, Schmidt ist gegangen, Backenen haben wir verliehen, 6 Millionen für Schmidt eingenommen, Salifu haben wir hergegeben, Stage 3,7, Gruel 4,9, Groß 830.000 und die anderen Spieler in den Tauschdeals habt ihr ja auch mitbekommen. Und die letzten beiden Transfers auf der Zielgerade perfekt gemacht. Wir tauschen Christian Groß ein, kriegen dafür Enzo Loyordoadis, Bruder, keine Ahnung, Mann. Wir holen Enzo von UD Las Palmas für wenig Geld, 6er Potenzial, 84, 73er Gesamtstärke, direkt ein Kandidat für die Startelf, Freunde der Sonne. Und zu guter Letzt Luca Orellano, wie auch immer, wir tauschen Romano Schmid ein, gibt ja zwei, Schmid, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es Romano Schmid, den wir eintauschen. Der bessere von den beiden, Schmid, whatever. Und wir kriegen dafür eben unseren rechten Flügelspieler, denn ich habe das System umgestellt auf 4-3-3. Wir spielen also mit Kollege Alexis Vega, die Zeit ist vorbei, mit Vega, Farias und eben Orellano in der, ja, Dreierspitze. Komplett südamerikanischer Flavor und ich hoffe, dass sich das Ganze auch bezahlt machen wird. Ach ja, vollständigkeitshalber, verkauft haben wir nur 3 Spieler. Auf der einen Seite Gruev, dann Füllkrug hatte ich erwähnt, an Bergamo Calcio und zu guter Letzt Marvin Ducksch für 8 Millionen an Sporting Lissabon. Und das ist sie also, Leute. Unsere Truppe, die uns hier vor allem erstmal in der ersten Saison in der Bundesliga halten soll. Wir haben deutlich, deutlich mehr Potenzial in die Mannschaft reingebracht von den Gesamtstärken her. Prinzipiell auch, würde ich sagen, leichte Upgrades mit so einem Vega. Farias natürlich ein bisschen schlechter vor dem Sturm, aber hat deutlich mehr Potenzial. Jackie passt, finde ich, perfekt ins Mittelfeld von der Gesamtstärke. Der Kollege hier ebenfalls, Enzo. Und zu guter Letzt Pedrosa und Skelly auch Upgrades mehr oder weniger für die Außenverteidigerposition. So viel also zu meiner Transferphase. Ihr seht die letztendliche Truppe und wir gehen jetzt rein ins Zeigen. Ich bin sehr gespannt, was der Chris so im Sommer getrieben hat. So Leute, 20 Minuten Sommertransferphase sind bei beiden abgeschlossen. Die erste Frage eigentlich wie immer, wie viele Spieler hast du verpflichtet? Ich habe 5 Neuzugänge insgesamt. 5, okay, ich glaube, ich habe mehr, weil es sind 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. Oh, okay, dann bin ich aber sehr gespannt. Es wurde viel Geld investiert, es wurde auch viel verkauft. So viel kann ich sagen. Also wir hatten ja gerade schon ein bisschen geredet. Ja, ja. Alternativpläne, wenn hier Spieler weggehen sollten, habe ich nicht. Vielleicht auch ein Grund, warum ich immer Showdowns aktuell gegen dich verliere. Aber gut, sei es drum, wir reden um den heißen Brei. Du kannst deine erste 5er-Auswahl als Gast, als erster präsentieren. Okay, bei mir geht's ins Mittelfeld und zwar auf die 10er-Position, ZOM, zur Auswahl. Die Spieler sagen dir vermutlich größtenteils was, andere vielleicht auch schon mal gehört, ist aber auch ganz egal. Spieler Nummer 1 ist Santi Comesana, der spielt in der La Liga. Dann haben wir Kofi Kiere, ich glaube, so müsste er mit Vornamen heißen. Er hat transferiert vom FC St. Pauli zu Freiburg zu Beginn der Saison. Dann haben wir Melendo, auch typischer Zehner. Wir haben Lars Stindl als Routinier oder noch Lanzini von West Ham. Digga, das ist so eine Auswahl. Ich glaube, da wäre mir sogar egal, wenn ich ihn nicht treffe, wirklich. Also ich kann mit den Namen, mit vielen gefühlt gar nichts anfangen. Deswegen gehe ich aber mal auf den Kollegen, der von, ich kann den, Kiere oder so heißt der? Ja, ich glaube, Kiere müsste man Kiere, den aussprechen. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall nehme ich den Bruder, der jetzt bei Freiburg spielt und bei St. Pauli war.
Okay, alles klar. Dann dein erster Pick. Auflösung am Ende, Freunde. Ich komme zu meinem ersten Pick, nämlich die Außenverteidigerposition, um genau zu sein, Linksverteidiger. Mhm. Da kommt auch ein Name vor, den der wird dir gefallen, bin ich mir sehr sicher. Jonas Viktor Abi. Ja, auf jeden Fall, richtig. Genau, wir haben Benze Baini, wir haben Pedrosa, wir haben Guerrero, wir haben Aaron Martin von Mainz und zu guter Letzt Jonas Hector, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Was, hä? Junge, das wäre ja krasse Transfers. Also Pedrosa, guter Mann, Jonas Hector, also ich tendiere zwischen zwei, und zwar zwischen Aaron Martin und zwischen Jonas Hector. Okay. Sind die Ligaschwächen so mäßig? Ja, und auch, weil ich sage, Benze Baini wäre zwar auch Ligaschwächen, aber ich glaube zu teuer. Pedrosa wäre auch noch so ein Kandidat. Guerrero aber ist, glaube ich, zu teuer und nicht realisierbar. Ich weiß nicht, ich gehe mit Hector. Es ist ganz schwierig, aber ich gehe mit Hector. Okay. Dann spricht die Köln-Brille vielleicht auch. Ja, vielleicht. Und vielleicht spricht sie auch nicht richtig, aber dann ist er wenigstens noch weiter beim FC, da wo er hoffentlich seine Karriere beenden wird. Hoffentlich nicht nach dieser Saison. Aber naja, anderes Thema. Bei mir sind es auch die Außenverteidiger. Also links wie rechts gibt es jetzt für dich die Auswahlmöglichkeit, weil im Endeffekt ist ja egal, ob ein Rechtsverteidiger auch auf links spielt. Effektiv betrifft zwar hinten links, aber es sind auch Rechtsverteidiger mit dabei. Zur Auswahl haben wir einmal Serge Aurier. Okay. Dann haben wir Singo vom FC Turin. Mhm. Wir haben auch Aaron Martin, wie bei dir auf der Liste. Ja. Ich habe dann noch Nelson Semedo und auch, wie bei dir zuvor auf der Liste, Adrian Pedrosa. Uff, ich gehe mit Adrian Pedrosa. Okay, alles klar. Dann dein zweiter Pick. Meine zweite Auswahl, genau. Es geht um einen Stürmer. Ich habe beide verkauft, nämlich Füllkrug und Duxch, ja, tatsächlich. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, du hast beide noch am Start? Ich habe beide noch am Start, ja. Die spielen bei mir unverändert Doppelspitze. Okay, interessant, weil das ist auch andere Herangehensweise. Ich dachte mir, ey, ich mag Füllkrug in echt ultra und ich liebe dieses Füllkrug-Video. Aber so letztendlich Potenzial ist nicht vorhanden. Besser werden sie kaum und deswegen dachte ich mir, okay, hole ich einen neuen Stürmer. Und da kriegst du zur Auswahl. Beginn tun wir mit Mokoko. Da kann man natürlich noch davon profitieren, dass im Karrieremodus sein Vertrag noch nicht verlängert wurde. Ja, genau. Selbiges gilt bei Thuram, wobei der in echt natürlich noch nicht verlängert wurde. Dann haben wir Farias, der wird dir ja was sagen, aus Argentinien. Ja. Brekalo von Wolfsburg und ebenfalls vom VfL Wolfsburg ist Omar Mamouche. Und ich glaube, ich gehe mit dem letzten. Omar Mamouche. Ja. Okay. Ja, ich würde Mamouche einloggen. Okay, Mamouche ist eingeloggt. Das heißt, deine letzte Fünferauswahl, ne? Jawohl, meine letzte Fünferauswahl betrifft die Innenverteidigerposition. Okay. Zur Auswahl haben wir da, ja, vielleicht ein paar Bekannte, aber vielleicht auch einige wenige Bekannte. Wir haben einmal Soyuncu, der ehemalige Innenverteidiger von Freiburg. Mhm. Dann habe ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Adarabiojo, so ein englischer von Innenverteidiger. Von Fulham, ja. Den wollte ich auch holen, bis ich gesehen habe, sein Vertrag läuft nicht mehr aus. Echt nicht mehr? Bei mir nicht, ne. Okay, habe ich jetzt nicht bewusst drauf geschaut, aber ich dachte eigentlich auch, dass der ausläuft. Dann Diakabi, irgendwie so spricht man den aus. Mittlerweile, glaube ich, in der La Liga bei Valencia, früher mal auch... Franzose, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ich weiß, wie dann haben wir Liga-intern Reece Oxford. Okay. Und zu guter Letzt noch Barreto, ist auch einer mit einer 76, Argentinier, auslaufender Vertrag, genau. Uff, ich tendiere auch irgendwie zwischen den letzten beiden. So, du hast ein Fable für diese Argentinier auslaufende Verträge, so ein bisschen Südamerika. Jetzt ist mir der Vorletzte aber auch schon wieder entfallen, das war ja Liga intern. Wer war das nochmal? Reece Oxford war der Reece Vorletzte. Reece Oxford, fand ich auch interessant, weil ich habe ja auch geguckt, wegen neuen Spielern, Innenverteidiger, habe ich nichts gemacht, kann ich schon mal sagen an der Stelle. Okay. Ich gehe aber, glaube ich, mit Reece Oxford, weil der, glaube ich, noch mal ein bisschen flexibler ist. Da kann er irgendwie Sechser spielen, Rechtsverteidiger irgendwie so, vielleicht änderst du Position, keine Ahnung. Ich gehe auf Reece Oxford. Alles klar, okay. Dann dein dritter und letzter Pick. Genau, und zwar geht es um einen neuen Zehner und die Liste könnte nicht anders, also so von den Namen her sein. Also wir haben Mbuku, ist Mittelstürmer, aber seine beste Position ist Zehner, kann man ändern. Wir haben Jerki, absolutes Top-Talent. Wir haben Karabek, bisschen unbekannteres Talent aus Tschechien. Mhm. Wir haben Awa, das wäre schon absolut gestandener Spieler, aber auch noch mit Potenzial. Auch nicht so teuer mit auslaufendem Vertrag. Und zu guter Letzt, ein Routinier darf natürlich auch nicht fehlen mit Dries Mertens. Oh, aber immer noch 84er Gesamtstärke bei Galatasaray. Mhm. Gute Frage. Ich gehe aber mit Karabek oder Karabetz, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist ja, glaube ich, ein Tscheche oder irgendwie so, ne? Genau. Den habe ich nämlich auch schon öfter mal in Sprint to Glories geholt. Kann auch gegebenenfalls mal auf dem Flügel agieren und mit dem würde ich gehen. Ist der gut? Ja, würde ich sagen. Weiß ich Bescheid. Okay, check. Ja. Dann, wie sieht's aus? War's das jetzt? Auslösung. Frage an dich. Habe ich den Spieler getroffen?
Ja, einen. Uff. Ich kann dir sagen, du hast keinen getroffen und es wundert mich extrem, extrem. Ich bin wirklich mit dem Gefühl in diese Snipe-Phase reingegangen. Ich werde alle drei Spieler verlieren und wir können den Showdown praktisch nach einer Saison beenden, weil völlig offensichtlich ist, dass du gewinnen wirst. Ja, das dachte ich tatsächlich bei meinen Transfers auch. Ich sag dir später auch dazu, warum. Okay, ich kann jetzt erst einmal auflösen. Ja, nee, mach du, sorry. Ja, mach. Ja, genau, dann lösen wir mal auf. Ich habe als Linksverteidiger nicht Jonas Hector und ich hatte voll Angst, weil du weißt, es Aaron Martin und Jonas Hector und dann nicht so, oh ja, Liga intern so, dann, und dann hast du noch Pedrosa erwähnt, weil es ist am Ende Pedrosa geworden. Oh, okay. Für stark. Die Linksverteidigerposition. Mhm. Dann Stürmer ist tatsächlich Farias geworden. Ja, Farias, okay. Wie auch immer. Mhm. Ja, war ich auch ein bisschen verwundert, weil ich glaube, du hattest den ja sogar in unserem Schalke-Video geholt gehabt, dass du nicht auf den gehst. War so ein bisschen, Mamouche wollte ich holen, anfangs für die Flügelposition, weil so Position ändern und so. Habe ich nicht gemacht am Ende des Tages, weil ich dachte, okay, packe ich ihn trotzdem mit auf, rauf auf die Liste. Und zu guter Letzt ist es tatsächlich nicht Karabets oder wie auch immer geworden, sondern einfach Ryan Jerky, also das beste Talent. Das wäre mein anderer Pick gewesen, aber ich dachte, weil du 7 Transfers oder was du gesagt hast, dachte ich, Jerky, ein bisschen zu teuer, Karabets wird es wahrscheinlich dann eher sein. Ja, aber es ist halt so, zwischen Freud und Leid liegt da nicht ganz so viel in solchen Snipe-Phasen. Bei mir gibt es die Auflösung und dazu beginnt den Spieler, den du getroffen hast, der mir zum Glück auch, weil ich in der Breite da noch am besten besetzt bin, am wenigsten ausmacht, in Anführungszeichen, aber trotzdem ist natürlich ein Rückschlag, mit Reece Oxford. Es ist nämlich der letzte Transfer. Ich habe den Argentinier nämlich genau nur deshalb mit draufgenommen, weil der irgendwie aus dem Nichts kommt und ich hoffe, dass du irgendwie auf den tendierst, aber es war ziemlich offensichtlich. Habe ich mir beim Innenverteidiger schon gedacht. Reece Oxford werde ich gleich auf jeden Fall dann auch abstoßen. Dann habe ich nicht mit auf der Liste gehabt, Dennis Geiger, den habe ich mir noch als Achter geholt. Okay. Dann ist auf der Zehnerposition Oscar Melendo gekommen von Granada. War auch mal vor ein, zwei Jahren in FIFA ein richtig gutes Talent. Ich glaube mit 3,84er Potenzial. Mhm. Hinten rechts habe ich einen neuen Rechtsverteidiger mit Youssef Attal von Nizza. Also der Algerier ist es. Ja, ja, genau. Und dann haben wir hier noch Aaron Martin. Das ist mein Linksverteidiger. Also kein Pedrosa, den du ja geholt hast. Bei mir ist es Aaron Martin geworden. Aber auch nicht verkehrt. So ist es halt. Dann muss bei mir, ich glaube, Jung in die Innenverteidigung oder halt Vekovic. Okay, die habe ich beide noch da. Dementsprechend sollte das das kleinste Problem sein. Oxford werde ich aber auf jeden Fall abstoßen und damit Glückwunsch. Der eine Snipe geht auf jeden Fall an dich. Schmeckt. Ja, ich hoffe, das wiederholt sich die nächsten Transferphasen nicht nochmal ganz so häufig, aber ja, gut. Okay, dann kann ich auch nochmal nebenbei auflösen, was ich an Transfers gemacht habe, neben den dreien. Ich habe nämlich als Rechtsverteidiger Joe Skelly von Gladbach. Ja. Ich habe als Sechser Loyor Dies. Ich habe ihn jetzt einfach Enzo genannt, Bruder. Das ist ein 73er. Ja, 72er, 73, ja, genau, ZDM genau. Von mittlerweile 73, Franzose, spielt bei Las Palmas, genau. Als Rechtsflügel habe ich Oriano, das ist auch Argentinier, 73, nicht hohes Potenzial, aber ich dachte mir, okay, gut, die wollten Romano Schmid als Tausch haben. Ich habe viel mit Tausch gearbeitet. Ja. Deswegen habe ich auch noch 14 Millionen auf dem Konto. Mhm. Deswegen war so ein bisschen auch meine Angst, wenn du die Spieler triffst, wer wird die dann ersetzen? Weil wenn ich mir die Bank und die Reserve angucke, absolute Katastrophe. Yeah. Wie gesagt, Farias im Sturm, Jerky als Zehner hatte ich ja gerade schon. Und jetzt eben das Ding. Und das müssen die Leute mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich interessieren. Es gibt halt Alexis Vega und ich habe den verpflichtet. Den wirst du ja kennen. 79er Gesamtstärke, Mexikaner, 78 irgendwie so. Potenzial, noch relativ jung. Und da wäre halt die Frage, dürfte man den holen oder nicht? Also man hat halt bisher noch nie über freie Spieler geredet, weil meist war das ja auch immer so ein Ding von, machst du vielleicht erst in der zweiten oder dritten Saison bei Showdowns und jetzt hat man halt so einen Spieler zum Start der Karriere. Ja, gute Frage. Da können wir auch gerne die Leute, die Zuschauer da draußen, ihre Meinung zu unten in die Kommentare schreiben. Würde mich unfassbar interessieren, ob wir das jetzt so durchgehen lassen. Und wenn man es machen will, dann kann man es machen. Ist halt auch nicht immer Bedarf bei jedem Verein, bei jedem Showdown. Aber je schlechter der Verein ist, desto mehr kannst du einen 79er-Spieler, der kostenlos ist, halt gebrauchen. Sind wir mal ehrlich. Stimmt, definitiv. Genau. Also ich denke auf jeden Fall, wahrscheinlich schon ein Vorteil für dich, ganz klar. Aber wir haben da kein richtiges Regelwerk. Wir versuchen es einfach mal und ist auch eine Herausforderung für mich. Und Ansporn. Ich habe Bock dann trotzdem im Gegenzug zu gewinnen, ist ja klar. Genau, Leute, so sieht's aus. Schreibt da gerne eure Meinung zu unten in die Kommentare, ob wir freie Spieler gar nicht blocken sollen, nur in der ersten Saison, weil es eben da so einen Alexis Vega gibt und vielleicht auch noch den ein oder anderen weiteren Kandidaten, der einen bereichern kann. Oder ob wir sagen, ey, das ist vollkommen in Ordnung, macht das so, ne? Ist halt die Entscheidung von einem selber, ob man das machen möchte oder nicht. Genau, Leute. Das schreibt gerne unten in die Kommentare. Jetzt springen wir erstmal rein in den Kalender, in die Simulation zum Januar für ein kurzes Zwischenfazit
aussieht und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt gerade nochmal gesprochen und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich auch einen freien Spieler holen konnte. Es ist auch bei mir Alexis Vega geworden. Dann ist es wirklich komplett ausgeglichen. Keiner hat irgendwie einen Vorteil in der Hinsicht und wir sehen uns jetzt dann aber wirklich am Winter. So Leute, wir sind angekommen im Januar. Ihr habt es ja gerade nochmal gehört. Chris hat ebenfalls jetzt Alexis Vega verpflichtet, damit einfach hier nicht irgendwer in den Kommentaren sich am Ende beschwert oder die Community sich gegenseitig anbiefen oder so, von wegen, weil ich jetzt einen Spieler mehr hatte. Deswegen ist jetzt alles auf einem Level und wir gucken jetzt aber auf alle Fälle mal rein in die Wettbewerbe. Das sind hier in der ersten Saison natürlich nur überschaubar die Liga und die und der Pokal, so rum. Zuerst die Bundesliga und die Frage, welchen Platz du belegst. Tatsächlich bin ich auf einem einstelligen Tabellenplatz. Ich bin auf Platz 8 und habe 25 Punkte. Oh, heftig, Digga. Also wir rasieren, denn ich bin Siebter mit 2 Punkten mehr. 27, um genau zu sein. Ja, aktuell aber auch vor Dortmund, Wolfsburg. Ja, mal gucken, was in der Rückrunde noch so geht. Also ich glaube nicht, dass wir uns da ganz oben halten können. Nee, aber wir wären ja eigentlich mal grundsätzlich schon auch zufrieden, wenn wir einfach nur erstklassig bleiben würden. Ja, safe, sowieso. Aber letztendlich, wenn man dann schon gut am Start ist, dann wäre schon schön, wenn wir, ich sag mal so, unter den ersten 10 bleiben. Also das wäre so mein Ziel. Aktuell 4 Punkte Vorsprung auf den 10. Platz. Ist drin. Ja, doch, definitiv. Also, ich bin sehr gespannt. Dann gucken wir mal auf den Pokal. Wie sieht's denn da bei dir aus? Ach, Digga, ich hasse mein Leben, Junge. Erste Pokalrunde, Bayern als Gegner. Oder bist du halt auch mal 5-2 geklappt? Was willst du machen? Oh, das ist natürlich jetzt wieder absolut negativ für dich, denn ich hatte Bielefeld, ich habe da 1-0 gewonnen. Hatte dann Greuther Fürth, habe 2-0 gewonnen. Boah, und ja gut, jetzt muss ich gegen Hertha, weiß ich nicht, wie es läuft, aber vielleicht gibt es ja auch hier eine Überraschung. Ja, okay, interessant. Das heißt, ein Punkt für mich in der Liga mehr und 2 für dich schon mal jetzt durch den Pokal mehr. Genau, so ist es. Mal gucken, was zum Ende der Saison jetzt dann auch noch gehen wird. Okay, Leute, wir haben beide noch ein bisschen Geld zur Verfügung, beide auch noch ein bisschen im Sinn, den Kader vielleicht zu verbessern und deswegen gehen wir rein in die Wintertransferphase, dafür nochmal 10 Minuten Zeit, ihr seht das Ganze mal wieder in der Konferenzschaltung, was wir für Sachen und Dinge anstellen und damit gehen wir rein. Wir haben unseren Mann schnell gefunden, es ist Micky van de Ven von dem VfL Wolfsburg, da zahlen wir, was sind's, 10 Millionen und Kollege Niklas Stark im Tausch, den Innenverteidiger mit 76er Gesamtstärke, der den niedrigsten Marktwert hat und dafür kriegen wir, weiß ich nicht, was für eine Gesamtstärke, um ehrlich zu sein, 75 Start der Potenzial auch bei 85, das heißt, er könnte jetzt schon bei 76, 77 liegen. Ich hoffe, dass wir ihn auf alle Fälle schon in die Startelf einbauen können. Es wird dann Jan-Paul von Hecke aus der Premier League von Brighton Hove Albion, die dort im positiven Sinn absolut für Furore sorgen und bei uns ist der Niederländer dann hoffentlich auch ganz gut aufgehoben. Ob es für die Startelf reicht, wage ich zu bezweifeln, kostet uns 3 Millionen, ist aber ein guter Deal und damit haben wir einen weiteren Neuzugang hier. So Leute, wir sind angekommen zum Ende der Wintertransferphase. Beide hatten nochmal 10 Minuten Zeit, haben wir auf jeden Fall nicht genutzt, weil wir beide sehr schnell fertig waren, um eben auch bei beiden nur einen Neuzugang nochmal in die Mannschaft mit reinzuholen. Gerade hattest du bekommen mit deiner Fünferauswahl, das heißt, dieses Mal beginne ich. Es geht um einen Innenverteidiger, allesamt aus der Bundesliga. Zur Auswahl hast du Hummels, Tah, Van de Ven, Lacroix oder Hincapié. Da natürlich mit Positionsänderung. Mhm. Da ich eigentlich grundsätzlich sagen würde, Hummels, der aber eigentlich einen auslaufenden Vertrag hat und so über den Winter nur noch per Vorvertrag möglich wäre, würde ich den jetzt einfach mal ausschließen. Ich tendiere da zwischen Van de Ven und Hincapié und ich gehe vielleicht einen Tauschstil und dann, ich sag einfach mal, eigentlich würde ich Van de Ven sagen, aber ich gehe mit Hincapié. Okay, okay. Dann deine Auswahl? Bei mir betrifft es auch die Innenverteidigerposition. Okay. Fünfmal eigentlich ganz gute Talente. Viele davon haben mir aber vorher auch wirklich gar nichts gesagt. Scalvini ist der Erste. Dann haben wir Hilgers. Wir haben Gaston Alvarez, Pacheco oder Van Hecke. Bruder, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass du die Namen allesamt gerade rausgedacht hast, außer Scalvini. Nee, Spaß, aber... boah, ich glaube, ich gehe einfach auf Scalvini, weil der Rest sagt mir einfach nichts. Also mit dem kann ich zu wenig anfangen, als dass ich wüsste, dass es irgendwas Stabiles wäre. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht Scalvini sein. Soll ich auflösen? Ja, sehr gerne. Es ist nicht Scalvini, aber es ist auch einfach nur ein Backup-Innenverteidiger geworden, weil ich hatte ja nur knappe 5 Millionen. Es ist Jan-Paul van Hecke, ist von Brighton Hove Albion, hat eine 72, ein 80er Potenzial, wird auch kein Stammspieler bei mir sein, aber ja, Scalvini war zu teuer, sonst wäre es tatsächlich meine erste Wahl gewesen. Okay, okay. Dann, ja, Chris, du verschonst mich heute mit den Snipes, denn es ist Van de Ven in der Innenverteidigung. Vor allen Dingen auch noch so richtig dieser, ey, ich habe mir wirklich gefühlt, ich habe mich eingeschissen, weil du meinst so, ja, Tauschstil und so. Ich denke mir, ja, Bruder, hast du bei mir zuguckt oder was? Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich stark auch eingetauscht gesagt, für Van de Ven und 10 Millionen obendrauf und der ist jetzt auf jeden Fall am Start. 10 Millionen noch obendrauf? Ja. Okay, das hatte ich eigentlich so rund das Paket im Gesamtwert für Hincapié gedacht, aber wie gesagt, es war eigentlich Van de Ven, der war mein primärer Kandidat, aber ich habe mich dann, warum auch immer, doch zu Hincapié verleiten lassen.
Puh, ja. Let's go, Alter. Soll nicht sein, aber schauen wir mal, wie es am Ende der Saison läuft, würde ich sagen, oder? Springen wir direkt auf jeden Fall. Juli. Springen wir zum Ende der Saison. Jawohl. Juni 2023, Leute, wir sind angekommen zum Ende der Saison und ja, Chris hat gerade schon so ein bisschen Dinge verlauten lassen, die mir schaurig über den Rücken gehen, aber gut, Leute, wir wissen noch nicht genau, was die Ergebnisse sind, deswegen wollen wir das Ganze mal jetzt herausfinden. Ich bin auf jeden Fall noch im positiven Bereich, was das Manager-Rating angeht. Es ist ein schlechterer Tabellenplatz als zur Hälfte der Saison. Wir sind genau auf Platz 10 abgerutscht. Bittere Pille, weil halt Platz 8 und 9 nur ein Punkt vor uns sind. Okay, das heißt, es ist bei dir ein bisschen schlechter geworden, bei mir ist es ein bisschen besser geworden tatsächlich. Bitte was? Ja, ich bin auf Platz 7. Okay. Also ich habe 54 Punkte. Wie viel hast du Punkte? 52. Mit 54 wärst du bei mir Achter. Ja. Aber es ist auch super knapp, muss man sagen. So, ne? Dortmund hat bei mir zum Beispiel 59, ich habe 52, ich bin 10. Dortmund ist 4. Ja, okay. Aber es sind ja trotzdem mal nur 3 Punkte hier jetzt in Bezug auf die Tabelle. Für dich gibt's 8, für mich gibt's 11. Kann jederzeit trotzdem alles noch kippen, auch in der zweiten und dritten Saison. DFB-Pokal. Ich habe keine Lust. Also, ja, ich habe 0 Punkte, das steht schon mal fest. Haken wir das Einfache und das Erste ab. Mhm. So, jetzt wie viele Punkte hast du, ist die Frage. 7, 6, 5? 6 ist ja das Maximum, was man holen kann. Stimmt. Ja. 7. Was? Ich dachte, 7 wäre das Maximum. Achso, nee, 6 ist das Höchste und das habe ich tatsächlich auch. Weil es... Also, ich weiß nicht... Wie? Aber Bielefeld, Fürth, habe ich ja gesagt, war klar. Dann habe ich gegen Hertha gewonnen, dann gegen Hoffenheim und im Finale dachte ich, okay, spätestens da keine Chance. 2-1 gegen Dortmund gewonnen. Ach Leute, ich sag nichts. Ich sag wirklich nichts, weil, schaut einfach das Video von Chris, dann versteht ihr warum. Wenn ihr das Video von Chris schon gesehen haben solltet und das hier da als nächstes, als zweites, dann versteht ihr es wahrscheinlich schon. Wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, dann unbedingt nach diesem Video, wenn ihr fertig seid, auf das Video von Chris gehen, auch komplett bis zum Ende gucken und dann versteht ihr, warum ich so bin, wie ich jetzt gerade bin. Aber egal, Leute, sei es drum, 6 Punkte im Pokal verloren, damit jetzt schon gefühlt 10 hinten. Ich muss los, Alter, ich muss ganz, ganz dringend los. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was aufholen, ja? Also ich Trainer hoffe. Des Monats. Trainer des Monats habe ich schon mal keine, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, vielleicht ist ja mit dir eine 1 oder 2. Ja, es ist eine 1, Digga, wow! Ja, also, guck mal, jetzt sind es nur noch 8 Punkte Differenz und es können auch bis zu 5 Punkte werden, vorausgesetzt du würdest vielleicht jetzt auch die Statistiken für dich entscheiden. Ja, das wären Träumchen, aber du hast halt Pokalspiele, vielleicht hast du da auch noch zu Null gespielt, sind noch Extraspiele. Mhm. Schauen wir aber mal rein. Ich sehe, Dudu ist im Tor bei Bremen, Digga, am Start. Was haben die hier für Torhüter? Die haben einfach Dudu, Backhaus und Lord, Digga. Vielleicht komplett. Hat auch jemand davon mal gespielt? Nee, hoffentlich nicht, nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Zetra hat ein Spiel gespielt, der was? Bei mir hat er 2 gemacht. Bei mir hat er 6 Spiele gespielt. Er hat ein Spiel zu 0 gespielt. Das hatte ich falsch gelesen gerade. Muss los, Digga. Aber plus 3 in der Gesamtstärke. Der Assistenztrainer war halt nett. Aber gut, fackeln wir gar nicht lang rum. Die Frage ist, wie viele Spiele hat Pavlenka bei dir zu 0 gespielt? 7. Bei mir sind es auch 7. Okay. Mann, Digga, Assistenztrainer! Wir sind nicht nett! Zetra hat keinen Einsatz verdient, der Schwanz! Ey, das wäre das eine. Oh, Mann! Digga. Ja, aber immerhin wird es kein weiterer Punkt in der Differenz. Wie sieht es bei dir bei den Torvorlagen aus? Ragt einer raus? Uff. Nee, absolut nicht. Wir haben hier oft eine Zahl am Start. Und einer hat halt 2 mehr als der Rest, aber ist auch nicht viel, es sind 6. Das ist dein höchster Wert? Ja. Okay, mein höchster ist 8, also ist nicht mal viel mehr. Ach, muss los, Alter. Muss los! Bei den Toren aber sind es bei mir 2, die rausragen. Und das sehr überraschend. Ja, wahrscheinlich bei mir einer zu viel, weil ich habe auf jeden Fall 3, die zweistellig sind mit den Toren. Wahrscheinlich ist einer zu viel davon. Einer hätte weniger Tore machen müssen, aber ich habe 14. Ja, ich habe 17. Beides Mal habe ich 17. Wer hat bei dir die meisten Tore? Farias. Bei mir ist Alexis Vega und Füllkrug, beide 17. Ach, Digga, warum habe ich gesagt, hol Vega? Scheiße! War ein kleiner Geheimtipp, aber so sind wir halt ungefähr ja dann auf gleicher Ebene, was das halt. Was hat Vega bei dir mittlerweile? 82. Oh, bei mir hat er nur eine 80. Oh, heftig. Ja, Bruder, ich habe den besseren Vega, aber er spielt scheiße. Ey, Mann. Ja, okay. Ach, Digga, Männer, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das ist schon eine erste Saison. Ich war voll guter Dinge, kein Spieler verloren, stabile Transfers gemacht, weißt du, übelst in die Zukunft, aber
Wir haben auf die Fresse bekommen, aber es ist okay. Chris spielt nächste Saison übrigens auch Europa League, das mal nur so nebenbei erwähnt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir nächste Saison rasieren werden und mindestens unter die Top 5 kommen. Solange wir keinen Spieler verlieren sollten in Snipen. Aber gut. Okay, das ist natürlich eine Ansage. Ambition, Leute. Sind Ambition. Und ich sehe tatsächlich bei dir auch ein bisschen mehr Ambition als bei mir. Soll ich noch ganz kurz sagen, den Punktestand oder willst du lieber nicht? Ja, komm, für die Zuschauer. Also es sind 10 Punkte bei dir und 20 bei mir. Hart. Hartes Leben, hart im Nehmen. Egal, Leute. Zweite Saison. Wir gehen rein. So, wir sind angekommen in der zweiten Saison und auch hier läuft der Timer in 3, 2, 1. Let's go. 20 Minuten und wir müssen ein paar Spieler verkaufen, denn der Kader ist, ja, okay. Wir wollen uns aber natürlich weiter auch verbessern. Das große Problem dabei ist, dass wir halt einfach in der Breite nicht gut aufgestellt sind und wir einen extrem dünn besiedelten Kader haben. Und das macht es natürlich extrem schwer bezüglich Neuzugängen. Ich kann euch nicht sagen, wo wir ansetzen werden, wo wir ansetzen sollen. Es ist wirklich brutal. Ich habe keine Ahnung, es fällt mir richtig schwer. Ich will einen neuen Achter, neuen Zehner anstelle von Mitchell Weiser und einen neuen Innenverteidiger. Viel mehr Bedarf sehe ich da aktuell tatsächlich gar nicht. Ein mittlerweile Bekannter aus der Bundesliga ist Kasper Dolberg, denn er hat bei Hoffenheim unterschrieben. Noch als Leihdeal, aber auf langfristige Sicht ist das sogar, glaube ich, mit einer Kaufoption verbunden. Er ist eigentlich noch Spieler offiziell vom OGC Nizza, wie auch zuvor Yusuf Atal. Das ist unser erster Neuzugang in der neuen Saison. Es ist einfach nur ein Tauschdeal mit Niklas Füllkrug. Ich hoffe, es ist in Sachen Rating ungefähr identisch. Fülle ist 6 Jahre älter, hat weniger Potenzial und deshalb ist auch das ein definitiver Transfer mit Blick in die Zukunft. Direkt im Anschluss oder kurze Zeit danach bedienen wir uns bei Lille in der Ligue 1 und holen uns mit Yago Diallo ein absolutes Top-Talent für die Innenverteidigerposition. Der kostet uns 12 Millionen, ja, ist erst 22 Jahre jung oder 23, hat aber jetzt schon ein 77er Gesamtrating und auch das Potenzial geht deutlich über die 80. Ey, das kann mir doch wirklich keiner erzählen, dass wir 2 Showdowns mit den zwei schlechtesten Teams der Bundesliga machen, Aufsteiger, und er gewinnt mit beiden in der ersten Saison den Pokal. Ich bin absolut verloren, Leute. Aber egal, Leute, ich versuche guter Dinge zu bleiben, positiv zu bleiben. Ich habe Pläne im Kopf, womit wir hoffentlich den Kader insgesamt ordentlich verbessern und wie gesagt, dann hoffentlich auch international uns irgendwie qualifizieren, weil ansonsten sehe ich gar keine Chance, dass wir irgendwie rankommen. Das muss jetzt auf jeden Fall passieren. Pokal vielleicht nebenbei auch performen. Wir starten rein, Leute, mit den 20 Minuten in 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Leute. Zuerst ein saftiges Upgrade auf der Torhüter-Position und das für 3 Millionen Euro mit Keylor Navas von Paris Saint-Germain. 87er Gesamtstärke statt 80 von Pavlenka. 75 Millionen für Farias zahlt Inter Mailand. Let's go, Leute. Genau sowas brauchen wir, um die Mannschaft jetzt einfach eindeutig zu verbessern. Und da haben wir jetzt auch den Ersatz für Farias, nämlich Moise Keane. Moise Keane, whatever, vom FC Everton, der ja auch die letzten Jahre nicht wirklich die besten Karriereentscheidungen getroffen hat. Muss man leider sagen, mit Paris-Leihe, Everton-Wechsel, überhaupt von Juve weg, jetzt wieder zurück bei Juve. Aber jetzt reviven wir den Jungen. Und um auf der Torhüter-Position doppelt abgesichert zu sein, verpflichten wir auch Manuel Neuer vom FC Bayern. Ich werde natürlich nur einen der beiden Keeper reingeben in die Auswahl. Da tauschen wir Pavlenka jetzt also ein und ja, was zahlen wir oben drauf? 400.000 Euro oder so. Rekordneuzugang in Bremen mit Hamed Junior Traoré wechselt einer aus der Serie A von Sassuolo zu uns. Der Mann von der Elfenbeinküste ist geplant als neuer Zehner und damit natürlich anstelle von Mitchell Weiser, hat eine 79, ist unfassbar jung, hat ein absolutes Top-Potenzial und ist ein richtig geiler Transfer. Ich glaube, damit können wir kaum was falsch machen. Absolutes Schnäppchen. Das Geld aber wird immer weniger. Wir haben zwar jetzt noch keine allzu große Baustelle, aber wir brauchen noch einen neuen Torhüter, denn mittlerweile haben wir einige Spieler verkauft. Wir brauchen eine neue Nummer 1, haben dafür jetzt noch 21 Millionen Transferbudget und vielleicht für euch nochmal ganz kurz, weil wir es eigentlich am Ende machen, gibt es das jetzt aber voraus. Wir haben einiges verkauft. Mitchell Weiser 16 Millionen, Pavlenka 13, 2,5 hier bei Dingchi. Dann haben wir Rapp für 1,6 hergegeben, Backhaus oder Backhaus für 817, Dux für 8,2, Zetterer 145, Traoré war ein Neuzugang Nummer 1 und natürlich auch Dolberg, da ist Füllkrug noch mit dazu und Diallo. Also es sind schon richtig gute Transfers, aber wir brauchen einen neuen Torhüter. Denn Stand jetzt würde das bedeuten, bei uns hinten drin haben wir Lord mit einer 62. Das ist alles andere als so richtig schlecht, aber für Bundesliga-Verhältnisse absolut nicht ausreichend. Transfer doppelstark nochmal und damit komplettieren wir unsere Sommertransferphase. Viel mehr wird nicht mehr passieren. Olli Baumann kam ligaintern von der TSG für 9,1 Millionen und falls Dennis Dehn wechseln halten sollte, haben wir hier die Legende himself mit Gianluigi Buffon für 770.000 aus Parma geholt. Heißt also, neben Buffon, Baumann haben wir noch Traoré, Diallo und Dolberg und haben eine, wie ich finde, richtig gute Mannschaft jetzt aufgebaut. Im Winter werde ich wahrscheinlich auch gar nichts machen, denn ich will jetzt auch den Scout für die Jugend noch mal ein bisschen mit aufbauen, denn das Manager-Rating ist gerade bei mir auf der PlayStation halt eben das A und O. Das ist dann unsere Mannschaft, mit der wir jetzt dann auch in die Europa-League-Saison reingehen und welche Gegner da warten, zeige ich euch vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz. Übrigens ein katastrophaler Saisonstart. Wir haben hier jetzt dann Celtic, wir haben Sturm Graz und zu guter Letzt haben wir noch Racing Straßburg, Bayern im Pokal und
genau das könnte jetzt die Saison für Dennis werden. Seine Zeit könnte gekommen sein, denn verloren gegen Hamburg im direkten Derby, dann Punkt gegen Stuttgart, Supercup gegen Leipzig und auch in der Liga, das ist alles viel zu wenig und das ist definitiv weniger, als ich eigentlich für diese Mannschaft jetzt hier für möglich gehalten hätte. Aber ist eben so, man kann es sich nicht aussuchen und dementsprechend heißt es, wir sehen uns jetzt wieder zusammen mit Dennis. Unser letzter Transfer, Samuel Chukwueze, 24 Jahre alte, Flügelspieler, rechter Flügel, wir tauschen Oriano ein, unseren ehemaligen rechten Flügelspieler und zahlen 25 Millionen obendrauf. Das wurde direkt angenommen. Ich hoffe, dass ich ihn nicht überbezahlt habe, den Mann. Und der letzte Transfer, Guido Rodriguez kommt von Betis Sevilla, 28 Jahre alt, 83er Gesamtstärke. Wir tauschen Mitchell Weiser ein, Versprecher, Verbrecher zahlen 14 Millionen obendrauf und kriegen ein saftiges Upgrade fürs zentrale Mittelfeld. So Leute, und damit steht also die Mannschaft für die zweite Saison. Wie ich finde, saftige Upgrades dazu kommen. Chukwueze hier auf dem rechten Flügel. Wir haben Rodriguez in der Doppel-6 mit unserem Enzo noch daneben. Ken vorne im Sturm, Keane, wie auch immer. Und zu guter Letzt also Manuel Neuer / Keylor Navas im Tor. Also wie ich finde, richtig geile Transfers. Und ja, damit kann man hoffentlich einiges anfangen in dieser Saison. Zweite Saison, zweites Mal 20 Minuten Zeit, um also auch ein zweites Mal den Kader ordentlich zu verbessern. Erste Frage, wie viele Spieler hast du verpflichtet? Es sind wieder genau 5 Neuzugänge. 5, okay. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Diesmal im Gleichschritt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Das heißt, gerade eben hatte ich begonnen. Das heißt, du darfst dieses Mal wieder beginnen mit deiner Fünferauswahl, mit der ersten. Okay, dann fange ich an. Ja, nicht ganz vorne, sondern ganz hinten auf der Torhüterposition. Ich habe nämlich eine neue Nummer 1 verpflichtet. Habe ich auch? Kleiner Spoiler. Ja, echt? Okay, ich bin sehr gespannt. Zur Auswahl für dich haben wir einmal Olli Baumann. Okay. Dann haben wir Loris. Ja. Wir haben Manuel Neuer. Ja. José Sá, also okay. der Portugiese da von den Wolves. Ja. Und noch Marc Flecken. Ich gehe mit Manuel Neuer. Okay, mein Timer. Alles klar. Der Timer sagt hier vielleicht schon mal ein Zeichen, wer weiß. Dein erster Pick. Nice. Genau, bei mir ganz vorne, anders als bei dir ganz hinten. Es geht um einen neuen Stürmer. Also da habe ich auch Farias verkauft tatsächlich für 70 Millionen. Boah, an was? Inter Mailand, genau. Ja, ich habe Angst. Och Mann, nein. Ja, zur Auswahl stehen auf jeden Fall Rashford, Raspadori, Keane, Burkhardt oder Okafor. Ich gehe mit Keane. Okay. Dann geht es bei mir tatsächlich auch um einen neuen Stürmer. Okay. Zur Auswahl haben wir einmal eine Rückholaktion in die Bundesliga von Kalajdzic vielleicht, wer weiß. Dann habe ich auch tatsächlich Moise Keane. Ich habe Metscher, ich habe Dolberg und oder Embolo. Ich gehe mit Keane, Ken, whatever. Okay, alles klar. Dann deine zweite Auswahl. Genau, es geht um einen neuen Torwart, wie schon gerade eben erwähnt. Ich mache es ganz kurz. Zur Auswahl stehen Trapp, Szczęsny, Neuer, Lafont und Livakovic. Szczęsny. Okay. Weiß nicht, Bauchgefühl. Dann okay. Mein letzte Auswahl. Ja, genau. Ich gehe auf die Zehnerposition. Also nicht jeder davon ist typischer Zehner, aber könnte dahin spätestens umtrainiert werden. Mhm. Ich habe einmal Ritsu Doan von Freiburg. Ja. Dann habe ich Triussi, der spielt in der USA, hat auch eine 79. Brahim Diaz, ja, noch zu AC Milan ausgeliehen, offiziell, aber gehört er ja, glaube ich, Real Madrid. Ja. Dann haben wir Donny van de Beek und zu guter Letzt Hamed Traoré. So ein Junge aus der Elfenbeinküste, spielt bei Sassuolo. Ja, ja. Sagt dir bestimmt auch was. Ich gehe mit Brahim. Okay, alles klar. Dann dein dritter und letzter Pick, bevor es zur Auflösung geht. Es geht um einen zentralen Mittelfeldspieler. Zur Auswahl stehen Sunket von Athletic Bilbao, Neuhaus, Brand, Guido Rodriguez und Oliver Skip. Puh, ey. Mann, ey, das sind ja ganz andere Kaliber bei dir irgendwie. Ich gehe mit Flo Neuhaus. Keine Ahnung, einfach auch direkt Bauchgefühl. Vielleicht habe ich ja diesmal ein besseres Gefühl. Okay. Auflösung. Dann, Trommelwirbel bitte, die Auflösung. Ja, hast du einen Spieler? Habe ich einen Spieler getroffen? So. Nee, tatsächlich nicht. Ich darf alle meine Spieler behalten. Ja, du hast mich ein bisschen hops genommen, Alter. Was? Schade, ist wirklich schade. Ja, du hast einen getroffen. Oh, okay. Und es ist nicht Manuel Neuer. Ja, dann Digga, also wirklich, wie kannst du Szczęsny nehmen? Ist es Szczęsny? Nee, es ist Manuel Neuer. Natürlich, offensichtlich. Es ist Manuel Neuer als Backup Keylor Navas. Fürs zentrale Mittelfeld habe ich als Sechser Guido Rodriguez geholt von Betis Sevilla. Für einen Flügel ist es Chukwueze geworden. Und also anstelle von Orellano. Und im Sturm tatsächlich Moise Keane. Ey. Mein ulkiger Plan völlig
zunichte gemacht. Ja, das stimmt. Aber bei mir, jetzt ganz kurz die Auflösung, ich habe tatsächlich auch zwei neue Torhüter, Pavlenka verkauft, Olli Baumann ist mein neuer Torhüter Nummer 1. Dahinter noch Gianluigi Buffon, einfach für den Fall der Fälle, falls Baumann halt eben gesniped worden wäre, weil sonst hätte ich Lord mit einer 62 gehabt. Ja. Dann mein Zehner ist Hamed Junior Traoré, der Junge von Sassuolo. Ich habe einen neuen Innenverteidiger mit Thiago Diallo, der ist von Lille. Und ich habe mit Kasper Dolberg einen neuen Stürmer, den habe ich einfach gegen Füllkrug eingetauscht. Beide haben eine 79, nichts obendrauf und damit halt deutlich besseres Potenzial. Okay, klingt also auf jeden Fall stabil. Jawohl, soweit so gut. Ob ich genug Geld habe, um kennen. Ja, okay, nicht. Ich mach mal kurz die Cheat Engine an, ne? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Dann sind wir auf jeden Fall fertig jetzt mit den Snipes. Ich darf all meine Spieler behalten, Dennis muss Moise Kean auf jeden Fall hergeben. Wir sehen uns am 1. Januar und schauen dann, wie die zweite Hinrunde verlaufen ist. So Leute, wir sind angekommen zur Hälfte der Saison. Schon mal vorab, es wird keine Wintertransfers geben. Dafür haben wir beide, glaube ich, ein bisschen zu viel im Sommer gemacht, als dass wir jetzt noch irgendwelches Budget oder Möglichkeiten, Ideen hätten, die Mannschaften jeweils zu verbessern. Sind ja auch ordentlich stark mittlerweile, die Truppen. Die Bundesliga-Tabelle als erstes. Und ich bin eigentlich zufrieden. Ist das nicht, glaube ich, sogar der Platz von letztem Jahr? Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall Siebter. Ja, ich glaube, du warst letztes Jahr zum Winter auch Siebter. Bei mir ist es tatsächlich deutlich schlechter als noch im letzten Jahr. Da war ich zum Winter ja auf Platz 8. Jetzt ist es Platz 11. Ich habe auch nur 23 Punkte. Wie viele Punkte hast du denn? 26, also nicht wirklich besser. Ja, okay, aber trotzdem ist das Ganze in Ordnung. Geht bei dir nach oben noch was? Ja, also einen Punkt habe ich auf Hoffenheim und Stuttgart. Die sind jeweils vor mir. Es sind aber für Platz 7 6 Punkte Differenz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die unbedingt rausholen kann. Aber für mich eigentlich viel wichtiger ist, dass ich mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun habe. Ich habe auf Platz 16 jetzt schon 10 Punkte Vorsprung und auf Platz 17, wo der HSV ist, habe ich 14 Punkte Vorsprung. Schlechte Nachricht für alle Bremen-Fans, denn Hamburg hat 2 Spiele gewonnen und eins davon war halt das Derby am ersten Spieltag gegen uns. Oh, Junge, da die immer disliken, die Hamburg-Fans, Spaß. Bitte lieber Video disliken, danke. Ja, man kennt's. DFB-Pokal, also in der Liga sieht's ja schon mal deutlich besser aus für dich, aktueller Stand und im Pokal. Pokal ist gut, wir sind drin. Fürth ist der Viertelfinalgegner. Ich hab jetzt deinen Pokal-Run, Digga. Ich hab jetzt einen... Ja, Fürth, Digga. Komm, ey, hör mir auf. Wir haben einen Chris Leches-Type Pokal-Run, denn erster Gegner bei Schalke haben wir uns 3-2 durchgelackt. Runde 3 war dann Paderborn, der Gegner 4-3 mit Elfmeterschießen gewonnen. Und jetzt also Fürth. So, und wenn wir vielleicht Glück haben, dann sind im Halbfinale einfach mal Kiel, Union und Braunschweig. Also, ne, die müssen halt Leipzig, Bayern und Hoffenheim besiegen, aber vielleicht, wer weiß, Pokalregeln. Ja, also ich will es natürlich nicht hoffen, ne, aber gutes Omen eventuell für dich. Letztes Jahr, wo ich den Pokal ja gewonnen habe, ja, habt ihr ja gesehen. Hast du dich auch Fürth als Viertelfinalgegner? Ja, ich hatte Fürth als Viertelfinalgegner. Ah, okay, komm, okay. Aber ich bin auf jeden Fall fürs Kleeblatt. Ich werde jetzt hier gleich nebenbei die Hymne anmachen. Kleeblatt, komm, schnuppert, bitte, hol euch das Ding. Schnuppert ein bisschen nach Pokalsieg. Ja, noch nicht zu früh. Was sind denn die anderen Teams? Du hast ja jetzt die schlechteren. Hoffenheim, Kiel, Union, Bayern und Leipzig, Braunschweig. Ah, okay, also Leipzig und Bayern schon mal noch mit dabei. Das ist richtig. Wichtig. Naja, das ist gut für dich. Auf jeden Fall Europa League, das interessiert mich. Also bei dir erstmal, Pokal, sorry. Hier, ich wollte gerade sagen, also die Bayern waren halt Runden 2 Gegner bei mir. Ja, dementsprechend war bei mir in Runde 2 direkt Endstation in der Allianz Arena, habe ich 4-2 verloren, aber trotzdem eigentlich ganz gut. Eigentlich auch gerade Bayern als ersten Rundengegner? War da nicht was? Ja, stimmt, du hattest in der ersten Saison Bayern. Digga. Ja. Oh, jetzt Mann, auch nein, umgedreht. Jetzt krieg ich die einfache Pokalgegner. Du kriegst direkt Bayern. Finde ich auch mal gut. Ausgleichende Gerechtigkeit, sag ja, mal. Ist, ja, ehrlich gesagt, ja, natürlich ausgleichende Gerechtigkeit, aber es sind mir schon zu viele Parallelen, als dass es hier für dich zu gut läuft. Ah, Mann, nee, ich will einfach nicht. Ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Aber Europa League. Ich bin mal gespannt, ey. Da darf ich ja nicht gucken, weil ich kann ja nicht gucken. Ja, genau, du kannst nicht gucken. Wusstest du eigentlich meine Gegner? Nee. Ja, ich hatte Celtic, ich hatte Straßburg und ich hatte Sturm Graz. Machbar. Ja, ich bin Zweiter geworden. Okay. Ja, und jetzt muss ich halt in die Vorrunde und treffe gegen Fenner. Also ich treffe auf Fenner, die sind also auch dann aus der Champions League abgestiegen, die waren da Dritter. Okay. Jetzt lass ich mal ganz kurz schauen, was die für eine Gruppe hatten. Okay, die waren hinter Man U und hinter Inter. Ja, das kann man auf jeden Fall machen als Fenerbahce. Machen. Aber könnte für mich auch bedeuten, wenn ich jetzt hier in der Vorrunde rausgehe, ich bekomme dann nur einen Punkt fürs effektive Überstehen der Gruppenphase. Und für dich sind dann die jetzt noch immer 10 Punkte Rückstand eigentlich durchaus möglich aufzuholen, würde ich behaupten. Ja, mit Mois kennen wäre alles besser. Das kann ich nur sagen. Das ist mein Zwischenfazit. Da bin ich aber froh, dass er nimmer da ist. Ich würde sagen, oder? Wir springen doch direkt ans Ende der Saison.
Let's go. Ich hab Bock, let's go. Schauen wir mal, wie es wird. Die zweite Saison findet ihr Ende, Leute, Juni 2024. So rum. Mhm. Ja, wir schauen rein. Das Video ist immer noch nicht ganz vorbei, Leute. Ein ganzes Jahr steht noch bevor. Aber bevor wir in das reinstarten, schauen wir jetzt natürlich erstmal, wie diese zweite Saison geendet ist. Mit Pokal, mit Liga, mit Europa League bei Chris und so weiter und so fort. Dann schauen wir rein in die Liga. Mhm. Und Mann, scheiße, Digga. Fick Freiburg, Mann. Warum werden wir nur Siebter? Zwei Punkte. Aber das könnte trotzdem Europa bedeuten, gell, bei dir? Was heißt siebter Platz? Ja, siebter heißt eigentlich in der Realität, dass man Quali für die Conference League. Aber ich glaube, in FIFA spielt man automatisch Conference League. Vorausgesetzt, der Pokalsieger würde... Ach, frag mich nicht. Ich glaube, du könntest sogar in die Europa League mitrutschen. Nee. Ach, keine Ahnung, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall so, dass Platz 6 in die Europa League geht, also mit Platz 5. Und du dann halt nachrutschen könntest, vorausgesetzt der Pokalsieger wäre schon qualifiziert. So rum ist es eigentlich, weil wir haben eigentlich in Deutschland keine 7 Mannschaften mehr, die nach Europa gehen. Außer der Pokalsieger würde schon international spielen, dann spielt 5 und 6 Europa League und der 7. Quali für Conference League. Okay, dann müsste ich Conference League spielen. Aber keine Ahnung, was jetzt hier im Karrieremodus abgeht. Ja, okay, alles klar. Bei dir ist es dann also Platz 7. Das heißt, ganz kurz, was die Punkte betrifft, sind es bei dir 11. Genau. Bei mir werden es 9, weil ich bin auf Platz 9. Habe mich immer ein bisschen verbessert, aber trotzdem. Okay. Naja, sind schon mal 2 Punkte Differenz, die da auf dein Konto gehen. Ja. Die hatten wir ja auch schon mal mindestens im DFB-Pokal. Und sind da noch weitere dazugekommen? Ja, auf jeden Fall. Wie, was heißt auf jeden Fall? Ja, wir waren im Finale. Nein, echt? Ja. Gegen wen? Aber ich habe es natürlich nicht gewonnen! Ja, wichtig. Ganz, ja, ganz wir haben Fürth 2-1 besiegt. Wir haben Bremen, wahrscheinlich haben wir Bremen, Digga. Nee, wir haben als Bremen Leipzig 2-1 besiegt. Okay. Im Halbfinale auch sehr stark. Hoffenheim leider im Elfmeterschießen gegen Bayern verloren. Vielleicht wäre es gegen Hoffenheim einfacher gewesen, aber ja. Auf jeden Fall haben uns die Bayern im Finale 3-1 geklappt. Okay, aber trotzdem also heißt 4 Punkte. 4 Punkte für dich und schon mal 6 Punkte Differenz. Jetzt aktueller Stand. Bei mir haben es übrigens die Bayern gewonnen. Also das heißt, ich kann trotzdem völlig zufrieden sagen, wir sind gegen den Pokalsieger ausgeschieden. Wenn halt auch das in der zweiten korrekt. Runde. Ja, aber ach so, stimmt. Für mich gibt es ja ein paar mehr Punkte eventuell, denn ich habe ja international gespielt. Da schauen wir doch mal ganz kurz rein. Also ich würde ja in der Europa League fürs Überstehen der Gruppenphase 1 Punkt bekommen. Ist richtig, genau. Oder? Ja. Dann bekomme ich insgesamt 2, denn... Nee, pass mal auf. Nein, stimmt gar nicht. Die Vorrunde, da kriege ich ja keinen Punkt dafür, ne? Weiß ich nicht, also... Keine Ahnung. Wir haben es halt, im Prinzip immer so gemacht, weil es halt in der Champions League keine Vorrunde gibt, dass eigentlich immer erst am Achtelfinale gezählt wird. Ja, würde ich auch so sagen, weil die Vorrunde, die hätte ich mir ja auch ersparen können, wenn ich Erster geworden wäre. Richtig. Das ist ja eine Zusatzrunde, die ja aufgrund schlechterer Leistungen mit einem Punkt belohnt werden würden, die eigentlich gar nicht da sind. Also, nee. Ich krieg nur 1 Punkt dann in der Europa League, weil ich habe die Gruppenphase überstanden. Vorrunde gewonnen, zwar gegen Fenner 4-2, aber dann 3-2 gegen Leverkusen verloren. Oh, bitter. So ein Gegner direkt am Achtelfinale. Auf jeden Fall, bei mir hat die Europa League übrigens Paris Saint-Germain gewonnen. Oh. Ja, gut. Schade. Ich hätte es bei mir gerne gesagt, irgendwie Bremen hat es gewonnen oder so, aber dem ist halt leider nicht so. Das wäre schön gewesen. Ach, ich bin sehr gespannt. Dann Trainer des Monatspreises. Wie sieht's aus? Okay, das heißt, 5 Punkte habe ich jetzt aktuell mehr. Es müssten 5 Punkte sein, ja. Okay, gut. Das ist gut. Das ist ein gute Gefühl, so wie Ribéry damals gesagt hat. Ja, Trainer des Monatspreises, 1. Okay, da gehe ich mit. Ich habe nämlich auch 1. Schade. Wichtig. Heißt, ich bleibe bei den 5 Punkten Differenz oder Unterschied. Minus aus meiner Sicht jetzt, was dieses Jahr betrifft. Jetzt gehen wir doch auf die Statistik. Und ich hoffe nicht, dass da alle 3 Punkte an dich gehen, weil sonst wären wir insgesamt... Ich hoffe schon. Ja, bitte. Dann wären wir dran. Dann wären wir richtig dran, Digga. Dann würde ich richtig schon deinen Arsch riechen, Junge. Oh, hör mir auf, ey. Wie sieht's aus? Ohne Gegentor. Manuel Neuer hat bei mir eine Vorlage. Eine Vorlage? Ja, eine Vorlage tatsächlich. Wollte ich mir mal angemerkt haben. Es ist aber dieselbe Zahl wie in der letzten Saison, nämlich 7. Ja, ich hab 6. Oh, ja! Ja, Digga, das ist auch hier wieder ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass der scheiß Assistenztrainer Zetterer eingesetzt hat und er ein Spiel noch zu 0 hatte. Ja, bei mir hat auch Buffon noch ein Spiel zu 0, aber der wurde 7-mal eingesetzt. Trotzdem Baumann 39 Spiele. Ja, Torvorlagen, komm schon. Okay. Oh, Bruder, wenn du mehr hast, Digga, dann weiß ich auch nicht. Ist es ich hab 14. Ja, okay, ich hab 8. Ja! Komm! Jerky, Bruder, du geile Sau! Und Tore? Ja, Tore könnte sein, könnte auch nicht sein. Ich habe halt 3 mit zweistelligen Zahlen. Mein Top-Torschütze ist aber Chukwueze mit 18. Ja, Mann, das ist ganz, ganz wichtig. Kasper Dolberg hat 19 und damit geht der Punkt auf jeden Fall an mich.
Dolbeck, Digga, du bist doch mein Sohn gewesen früher, Bruder. Erinner dich, HSV Sprint to Glory. Simulate to Glory, Digga. Ich hab dich zur 95 hochgebracht, Digga. Und jetzt, er kostet mir einen Punkt. Ich hasse ihn. Heißt also jetzt unterm Strich, nach den ersten zwei Saisons besitzt Dennis 28 Punkte. Ich hab 32. Noch 4 Punkte Differenz. Dennis hat jetzt 6 Punkte aufgeholt in dieser zweiten Saison. Muss aber trotzdem noch 4 weitere wieder gut machen, um zumindest mal einen Unentschieden rauszuholen. Will ich natürlich vermeiden. Dennis im Gegenteil will natürlich Vollgas geben. Und damit heißt es dritte und letzte Saison. Es geht also um alles. Okay, Leute. Noch sind wir hinten. Aber wir sind auf dem besten Wege, an Chris ranzukommen und ihn hoffentlich auch in dieser dritten und letzten Saison zu überholen. Aber bevor das erstmal ansteht, müssen wir den Kader nochmal verbessern. Wir haben ein Budget von 40 Millionen Euro. 43, um genau zu sein. Bisschen mehr als Chris. Da haben wir gerade schon drüber geredet. Wahrscheinlich auch, weil wir eben die Conference League oder was weiß ich erreicht haben. Ich verplemper jetzt aber keine Zeit, Leute. Wir beginnen in 3, 2, 1. Los geht's mit den 20 Minuten und mal gucken, was wir so verbessern können. Position, die ich jetzt gerade so aus dem Stehreif sehe. Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, zentrales Mittelfeld, von Stage, Stage, wie auch immer. Müssen wir auf jeden Fall was machen. 80 Millionen für Jackie. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil letzte Saison war ja richtig krass. Aber mit dem Geld können wir halt unfassbar vieles anfangen. Und da ist auch der Ersatz eingetütet. Das ist Thiago Almada von Atlanta United. Wir zahlen 38 Millionen unter Marktwert für einen Spieler, der wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser ist als Jerky. Am Ende bleibt also bei diesem Geschäft mit Almada und Jerky noch so viel Geld übrig, dass wir uns einen richtig stabilen zentralen Mittelfeldspieler holen können. Anstelle von Stage kommt jetzt nämlich Matteo Guendouzi von Olympique Marseille. Let's go! Es läuft wirklich wie am Schnürchen, Leute. Amos Pieper wird eingetauscht, wir zahlen 9 Millionen obendrauf und holen uns dafür Mavropanos. Liga intern verstärken wir uns also mit wahrscheinlich einer Gesamtstärke über 80, hoffe ich mal auf alle Fälle. Definitiv dann ein Mann für die Startelf. Zu guter Letzt, Leute, profitieren wir noch davon, dass der Marktwert bei Torhütern, die ja älter sind, so ein bisschen rumspackt und wir tauschen Keylor Navas ein, der nur noch eine 83er Gesamtstärke hat, trotzdem 8,5 Millionen wert ist. Fast genauso wie Peter Gulaschi, der aber 2 Gesamtstärken mehr hat und wir schwächen damit auch so ein bisschen in Anführungszeichen die Konkurrenz. Damit steht sie jetzt also, Leute. Unsere Mannschaft für diese dritte Saison hier also im Mittelfeld. Guendouzi kommt neu dazu und auf der 10er Position Almada in der Innenverteidigung anstelle von Friedel Mavropanos. Ja, für das Tor Neuer, Gulaschi wird wahrscheinlich im Laufe der Saison einen Wechsel geben, weil Neuer jetzt auch nur noch älter und schlechter wird. Und ja, gut. Einzige Position, die ich nicht ausgetauscht habe, austauschen konnte, wie man es auch immer sagen möchte, ist Skelly. Als Rechtsverteidiger 78er Gesamtstärke ist aber, glaube ich, auch nicht so wild, weil es gibt ja jetzt nicht Haufen Rechtsverteidiger mit irgendwie 90er Gesamtstärken auf der Welt. Deswegen geht das, glaube ich, auch noch in Ordnung. Der Timer beginnt in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten laufen. Ihr seht im Hintergrund unsere Mannschaft und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir ansetzen sollen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, gerade wenn so eine 8 vor dem Gesamtrating steht. Friedel, Diallo, Pieper sind halt die einzigen, die noch unter einer 80 sind. Das sollten wir im besten Fall jetzt dann auch ersetzt bekommen. Wir gucken mal. Spieler werden auf die Transferliste gesetzt. Ich habe gerade mit Dennis gesprochen. Er hat jetzt in beiden Saisons leicht mehr Geld gehabt als ich. Letztes Jahr 2 Millionen, jetzt sind es 10 Millionen. Ja, er spielt international. Später dazu mehr, was die Punkteregelung dazu betrifft. Aber egal, wir setzen uns ran. Ich will eigentlich größtenteils schon auch auf die Mannschaft weiter vertrauen, weil sie schon auch irgendwo überzeugt, konstant seit 2 Jahren. Aber naja, den ein oder anderen Neuzugang werden wir schon verpflichten, gerade weil ich Dennis die 3 Neuzugänge auf gar keinen Fall einfach so überlassen möchte, weil ich gar keinen anderen verpflichtet habe und somit die Snipes irgendwie verfallen lasse. Der erste und stand jetzt einzige Neuzugang kommt ligaintern vom VfB Stuttgart und hört auf den Namen Konstantinos Mavropanos. Ja, der kostet uns 25,9 Millionen, hat eine 82, was natürlich richtig gut ist für unsere Verhältnisse, aber ihr seht links oben das Transferbudget, das ist nahezu jetzt mit diesem Transfer schon ausgeschöpft und wir haben noch gar keine Spieler verkauft. Also daran werden wir uns jetzt setzen, aber es könnte auch sein, dass es bei dem einen Transfer bleibt. Was ich aber nicht hoffen will, ist klar. Wieder ein auslaufender Spielervertrag, wieder auch ein Innenverteidiger. Wir wollen jetzt Stabilität hinten in der Dreier- respektive Fünferkette. Aritz Elustondo kommt vom FC Sevilla, hat auch eine 82 und kostet uns glatte 20 Millionen. Damit haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld, weil noch immer natürlich auch Spieler parallel verkauft werden. Aber es ist halt auch so, klar, ja, immer weniger Geld bedeutet auch, die Möglichkeiten für einen weiteren, dritten, neuen Innenverteidiger werden immer geringer. Hier ist der dritte und damit letzte Neuzugang. Mehr wird es nicht geben. Das restliche Geld behalten wir natürlich auch für den Fall der Fälle. Sollte Dennis eventuell einen Spieler von uns leiten. Ich will es nicht hoffen, aber es kommt Diego Carlos aus der Premier League. Ehemals Spieler vom FC Sevilla, hier mittlerweile bei Aston Villa. Thiago Diallo ist also im Tausch dazu und noch 10 Millionen obendrauf. Und damit haben wir jetzt eine komplett neue, firmierte Innenverteidigung, die sich sehen lassen kann und die vielleicht auch Grund dafür ist, dass wir in diesem Jahr im Pokal weiterkommen und in der Liga natürlich auch ziemlich weit oben in der Tabelle stehen. Dann seht ihr unsere Mannschaft jetzt im Hintergrund. Und
wir haben eine 80 plus im Kollektiv mit Olli Baumann 82, Atal 81, Aaron auch. Ihr seht die Innenverteidigung, wir haben Geiger, Melondo, Traoré, wir haben dann natürlich vorne Vega und Dolberg, haben eine gute Mannschaft, auch in der Kaderbreite stehen wir, wie ich finde, ganz gut da. Die restlichen Spieler auf unserer Wunschliste streiche ich jetzt auf jeden Fall und dann zeige ich euch natürlich auch noch, welche Spieler unseren Verein verlassen haben. Mit Amos Pieper 20,1 zu Benfica ging danach noch Friedel für 19,9, Veljkovic für 6,5 und natürlich hier noch Diallo im Tausch für den Diego Carlos-Deal. Also komplett Innenverteidigung raus, neue Innenverteidigung her. Ich packe jetzt die Listen auf jeden Fall, die Fünferauswahlen zusammen und dann sehen wir uns auch schon wieder mit Dennis zusammen. Dritte und letzte Sommertransferphase. Ein drittes und letztes Mal, also natürlich auch 20 Minuten Zeit, die dicke Zeit, um den Kader also auch nochmal ordentlich vorzubereiten. Auf dieses letzte Jahr, auf diese große Schlacht. 4 Punkte Abstand. Gerade eben hattest du ja begonnen gehabt mit der ersten Fünferauswahl. Das heißt, dieses Mal beginne ich wieder. Mhm. Und erstmal die Frage, wie viele Spiele hast du geholt? Bei mir sind es insgesamt 3 Neuzugänge. 3, okay, bei mir sind es 4. Und mit dem ersten beginne ich jetzt auch, nämlich ein neuer Torhüter. Und da kriegst du zur Auswahl auf der Liste stehen Gulaschi, Ter Stegen, Unai Simon, Ramsdale oder Edouard Mondi. Gott, wenn ich wüsste, wer vorher deine vorherige Nummer 1 war. Also davor hatte ich Manuel Neuer und Keylor Navas. Und Neuer hat sich so verschlechtert, oder was? Ja, also ist auf jeden Fall jetzt bei 84. Bei 84, dann gehe ich mit Ter Stegen. Ter Stegen, okay. Ich gehe mit Ter Stegen, dann genau. Deine erste Fünferauswahl. Wir kommen zu meiner ersten Fünferauswahl und es betrifft tatsächlich alle 3 Spielerauswahl-Mustern jeweils den Innenverteidiger. Ich habe nämlich 3 neue Innenverteidiger geholt. Okay, spielst du Dreierkette? Ja, also ich habe die Formation vom Anfang ganz normal beibehalten. Dreier- oder okay. Fünferkette halt mit den Außenverteidigern. Okay. Genau. Interessant. Also, laut Leuten, ganz kurz, laut Leuten soll das ja erfolgreich sein. Also wenn man die Taktik irgendwie umstellt vom, also von der Standardaufstellung, dann soll es irgendwie schlechter laufen. Habe ich mir mal sagen lassen. Ja, habe ich auch tatsächlich schon mal irgendwo gehört. Ja, bei mir hat es ja im ersten Jahr auch ganz gut funktioniert. Ja, deswegen dachte ich mir so, ja, vielleicht haben die ja recht, aber ja, vielleicht. Keine Ahnung. Wer weiß. Also, die erste Spielerauswahl-Formation, also die 5 Picks für dich gibt's jetzt für die Innenverteidigerposition Nummer 1. Wir haben einmal Mavropanos. Okay. Wir haben Kalulu, also den von Milan. Ja. Dann Hincapié. Dann haben wir Fayez, der Belgier da von Leicester. Ja, von Leicester, ja. Ja, genau. Und dann noch Guehi, der von Crystal Palace. Ja, genau. Ich weiß. Der von Chelsea da gewechselt ist. Wo sich erstmal alle beschwert hatten, weil der gefühlt nur Championship, also zweite Liga gespielt hatte, 30 Millionen gekostet hat. Aber jetzt ist er ziemlich da. Gut spielt ja. In der Liga. In der definitiv. Premier. Genau. Ich gehe aber mal mit. Mit wem gehe ich da? Ich glaube, ich gehe auch einfach mal mit Guehi. Okay, alles klar. Dann nächster Pick bei dir. Meine zweite Auswahl, genau. Es geht um Innenverteidiger. Ja. Ich mir jetzt auch mal gerade ein, dass ich auch einen Innenverteidiger natürlich geholt hatte. Und da kriegst du zur Auswahl Jonathan Tah, Mavropanos, Lukeba, Lacroix oder Timber. Puh, oh Gott, das ist ein bisschen schwierig, ey. Ich glaube fast, dass Timber viel zu teuer ist. Hat aber auch einen auslaufenden Vertrag. Also ich kann ihn schon mal vorwegnehmen. Jeder Spieler, den ich hier aufzähle, hat einen auslaufenden Vertrag. Das wirst du ja beim einen oder anderen, denke ich mal, auch wissen. Ja, natürlich. Ja gut, es kommt halt immer darauf an, ob die dann schon gewechselt sind. Ja, genau, ne? Ich gehe Bauchgefühl. Eigentlich würde ich gerne Lukeba nehmen, aber ich nehme den nicht. Oder nehme ich ihn diesmal doch, weil ich vorhin dafür Karma kassiert habe. Ich gehe mit Jonathan Tah. Okay, check. Dann zweite Auswahl, ne? Spielerauswahl. Und wer hätte es gedacht? Natürlich Innenverteidiger. Wir haben einmal Elus Tondo, der ist von Sevilla. Mal so eine Frage. Ach, mein Timer, ich vergesse es jedes Mal aufs Neue. Timer nervig. Mal so eine Frage. Mhm. Hast du wirklich auf jeder Fünferauswahl andere Innenverteidiger oder kommen auch ein paar doppelt vor? Nee, ich habe extra darauf geachtet, dass alle komplett verschieden sind. Heftig. Ja. Okay, ich bin gespannt. Genau, also blöd für dich dann nachher zum Schneiden, weil du mehr Sachen runterladen musst. Ja, danke, Digga, danke. Ja. Ich freue mich darauf. Cool. Aber es wäre ja gleichzeitig für mich, denke ich, auch zum Nachteil geworden, wenn ich immer wieder die gleichen genommen hätte und du hättest vielleicht einen davon schon in der vorherigen Auswahl als dein Pick getroffen. Mhm. Dann hättest du vielleicht gewusst, ist es oder nicht. Also, ja. Ich habe auf jeden Fall Elus Tondo, dann habe ich dann Axel Zagadou, ich habe Marcao, der Brasilianer, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Also, der war, glaube ich, auch mal bei Galatasaray, mittlerweile Sevilla. Dann haben wir Foyt, also der Argentinier, was auch mal bei Tottenham war. Kann man dann umtrainieren. Und Mateus Reis, also ist einer von der portugiesischen Liga. Ungefähr alle das gleiche Kaliber. Ich gehe mit Foyt. Okay, alles klar. Dann dein dritter und letzter Pick ja schon. Okay, ich bin gespannt. Zentraler Mittelfeldspieler.
Wir machen es schnell. Zur Auswahl stehen Kone von Gladbach, Merino von Sociedad, Guendouzi von Marseille, Kökçü von Feyenoord Rotterdam, glaube ich. Ja, genau. Und zu guter Letzt Thuram, der Bruder, der bei Nizza spielt. Kefrem oder so heißt der. Kefrem, genau, richtig. Thuram. Zentraler Mittelfeldspieler. Was war der dritte nochmal? Der dritte war Guendouzi. Ja, weil ich glaube, dass ich... Ja, nee, ich glaube nicht. Ich weiß, ich gehe mit Guendouzi. Okay, check. Dann dritter und letzter Pick von mir. Wie gesagt, auch wieder hier natürlich eine Innenverteidigerposition. Oh Mann, ich bin ja völlig lost. Jetzt muss ich wahrscheinlich ganz kurz, wir müssen... Nee, wobei, komm, ich weiß was. Ich habe nämlich einfach anstelle von einer Fünferauswahl nur 4 Spieler aufgeschrieben. Ja, naja, aber okay. Ich habe jetzt gerade das Ganze wieder ein bisschen durchgewichst und habe es hinbekommen. Zur Auswahl, Innenverteidigerposition haben wir einmal Niklas Süle. Wir haben dann Ginter. Wir haben John Stones, wir haben Benjamin Pavard und wir haben Willi Orban. Ich gehe mit, wer war nochmal der zweite? Nee, warte. Hä, was? Ach du Scheiße. Das kommt davon, wenn man, ich ganz kurz, Digga, ich geh pissen, sortiere dich kurz mit deinen 80 Innenverteidigern und ich bin gleich wieder da. Meine dritte und letzte Auswahl für diese Innenverteidigerposition, jetzt dann auch richtig, tatsächlich mit einem Spieler, den ich auch wirklich gekauft hatte, zur Auswahl steht einmal für dich Diego Carlos, dann haben wir Lisandro Martinez, wir haben Christensen von Barca, José María Jiménez und der letzte wäre Wilfried Ndidi, den man ja auch als Innenverteidiger umtrainieren könnte. Ich gehe mit José María Jiménez. Okay, alles klar. Dann war das jetzt schon der komplett letzte Pick. Ja, tatsächlich. Du hattest deine drei auch schon, ne? Genau, Frage. Okay. Habe ich einen getroffen? Nee, tatsächlich nicht. Ich darf alle drei behalten. Chris. Ja? Ich frag dich mal was. Ja? Magst du Jens Starke? Jens Starke? Ja, ja, ist mein Lieblingsspieler tatsächlich bei Bremen. Offensichtlich schon, Digga, weil er muss wieder in die scheiß Startelf, weil Guendouzi rausfliegt. Ja. Ey! Let's go! Ey, das tut wirklich weh. Das cool, tut wirklich ganz toll weh. Willst du noch ganz kurz deine anderen Transfers? Ja, wir lösen kurz insgesamt auf. Und zwar habe ich für die Torhüterposition Gulaschi geholt. Ja. So, der wird langfristig wahrscheinlich Neuer ersetzen, weil Neuer scheiße ist. Okay. Für die Innenverteidigung habe ich Mavropanos geholt. Mhm. Wie gesagt, zentrales Mittelfeld hatte ich ja. Oder auch eher gesagt nicht. Ja. Und was hatte ich noch als Ding? Was war's? Weiß es auch das war es eigentlich. Zentraler Mittelfeldspieler, Innenverteidiger, Torwart. Ach, du hattest auch nur drei Transfers? Nee, also 4 letztendlich mit Almada. Ach so. Ich hab halt Jerky verkauft und dafür Almada geholt. Okay, ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, in einem Neuzugang sind wir uns gleich mit Konstantinos Mavropanos, den habe ich nämlich auch geholt vom VfB. Dann habe ich hier Aritz Elustondo, noch nie gehört, hat aber auch wie Mavropanos bei mir in 82. Und zu guter Letzter noch, und da habe ich eigentlich gerade gedacht, wie dumm eigentlich von mir. Ich habe dir gerade schon verraten eigentlich, wer es ist, aber ich glaube, du hast nicht richtig zugehört. Weil, ganz kurz für euch zur Erklärung, ich hatte gerade am Anfang Dennis die Liste geschickt schon mal, damit er später weiß, welche Spielerbilder er runterladen muss. Und ich hatte da noch aus Versehen Ritsu Doan als ersten Spieler von meiner Fünferauswahl und habe dann außerhalb von der Aufnahme gerade zu dir gesagt, ich hatte Doan eigentlich nur drin, weil ich bei dem D weiterschreiben wollte für den ersten Pick. Und Digga, Carlos, ich hab gar nicht dran gehabt. Ja, und Diego Carlos gesagt, ist der Einzige, der mit D da angefangen hat. Und ich dachte, ey, so lost. Ich hab dann schnell noch geguckt, finde ich irgendeinen Innenverteidiger mit D? Hab ich nicht. Und dann dachte ich, komm, machen wir einfach. Ja, nee, Digga, ja. Da muss ich los, Digga, da muss ich los. Weil das ist dann tatsächlich mein dritter Neuzugang. Und damit habe ich eine komplett neue Innenverteidigung bei Bremen. Okay, sehr, sehr interessant, ja, auf alle Fälle. Definitiv. Aber gut, bei dir ist Guendouzi weg. Ich bin sehr gespannt, inwieweit das Auswirkungen haben wird. Und dann, wie sieht es bei dir aus? Sollen wir direkt... Lass direkt weiter. Jens Starke, Bruder, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen! Ja, und ich finde es gut, dass er spielen muss. Und dann würde ich sagen, Januar, let's fetz, ich bin sehr gespannt. Ein letztes Zwischenfazit, Leute. Im Januar 2025, erste Frage, Chris, willst du irgendwas machen, transfermäßig? Nee, ich habe zwar 12 Millionen, aber mit 12 Millionen kann ich bei meiner aktuellen Mannschaft nicht mehr ganz so viel anrichten. Ich bleib so, keine weiteren Transfers. Dito, 6 Millionen und Guendouzi verloren, da geht absolut nikis mehr. Zuerst die Bundesliga-Tabelle und ja, so laufen irgendwie diese drei Saison-Showdowns. Es ist ein Auf und Ab und ja, ich bin Zehnter. Zehnter? Ja. Wie viele Punkte? 20. 20? Ganz, ganz weird. Ich habe 30, ich bin Fünfter. Heftig. Ja, gut, aber bei mir ist nach unten schon auch noch alles drin. Es sind 7 Punkte auf Platz 10. Mit dem Abstieg habe ich klar, okay, nichts zu tun, aber
nach oben, ja, es sind 7 Punkte bis zu einer möglichen Meisterschaft. Wer weiß, aber da sind die Bayern, okay. Die haben noch kein Spiel verloren und Freiburg auf 2, Leverkusen, Dortmund und dann kommen wir. Okay, check, check, check. Dann Pokal. Der DFB-Pokal. Und die Frage, bist du noch drin oder nicht? Ich bin noch dabei, Viertelfinale, ja. Ich auch. Gegen? Zum Glück, gegen Hoffenheim. Okay, ich muss jetzt ran gegen Hertha. Ja, ich habe gewonnen gegen Stuttgart und in Dortmund gewonnen. Okay, wir haben Heim gegen Augsburg und davor 4-1 gegen Fürth. Okay, und bei dir, Conference League, wie sieht's da aus? Conference League lief gut, also von den Ergebnissen, was ich gesehen habe, wir sollten safe Gruppenerster sein. Sind wir auch geworden, Bruder, absolute Dominanz, 18 Punkte, kein Spiel verloren. Zweiter hat 8 Punkte, dritter 8, letzter 0, ja, das heißt damit schon mal. Ganz wichtig, Leute, ein halber Punkt. Jetzt gibt's halt 3 Wettbewerbe, UEFA kriegt halt den Hals nicht voll genug, so, was willst du machen für die Showdowns? So, wir haben jetzt halt abgesprochen, Champions League ist halt ein Punkt pro Runde und ja, Europa League dann, ja, nee, Champions League 2 Punkte. So, genau. 2 Punkte. 2 Punkte sind die Champions League, 1 Punkt ist die Europa League, dann wäre ein bisschen blöd, wenn die Conference League auch ein Punkt wäre. Das heißt, da haben wir uns darauf geeinigt, dass es halt eben ein halben Punkt ist. Das heißt, 2 Runden oder sagen wir mal hier K.O.-Phase und K.O.-Phase erreichen und eine Runde noch überleben, wäre dann ein Punkt. Ja, so. Genau, so ist es, ja. Und wenn ich wegen halben Punkt gewinne, dann, ich wollte sagen, morgen Facecam-Videos, aber das wäre ein bisschen... aber würde ich sagen. Wäre ein bisschen gewagt. Deswegen, nee, Leute, wenn, dann gibt's dicke Verlosung. Oh, okay. Alles klar. Dann schauen wir doch einfach mal. Ich würde sagen, wir fackeln da gar nicht so lange. Wir tätigen beide keine Transfers und springen ans Ende der Saison, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht. Der Thema 1. Ich will natürlich die 1 werden in dem Duell, ist ja klar. was eine Überleitung. Gerade noch mal gerettet, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, Ende der Saison. Let's go. Juni 2025. 3 lange Jahre finden also jetzt ihr Ende. Leider, muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also allgemein, so internationales Geschäft hat keiner von uns so richtig erreicht. Halt Conference League, aber irgendwie so unter den ersten 5, vielleicht ja jetzt in der dritten Saison mit gerade Chris. Bei mir wird es eher schwierig, aber schauen wir einfach mal rein, was uns da also so erwarten wird. In der Liga, im Pokal, in der Conference League bei mir und so weiter und so weiter. Es ist auf jeden Fall keine Veränderung bei mir. Es ist immer noch der scheiß 10. Tabellenplatz. Es ist der 10. unverändert. Ja. Okay, also das heißt, es gibt für dich 8 Punkte, richtig, ja? Mhm. Für mich gibt es 14, weil ich bin Vierter einfach. Für mich wird es in die Champions League gehen. Ah, heftig, Alter. Okay. Ja. Also jetzt wäre dann wahrscheinlich so die Grenze, wo bei mir zumindest die Mannschaft bereit wäre für den nächsten Schritt in Richtung Champions League. Ach, Digga, weiß ich jetzt nicht, Digga. Ja. Wir machen mal am Ende Mannschaftsvergleich, bin gespannt. Auf jeden Fall. Dann, DFB-Pokal, wie sieht's aus? DFB-Pokal war gegen Hoffenheim Schluss. Was war das, Viertelfinale? Oder? Viertelfinale, richtig. Also 2 Punkte für dich, 6 Punkte für mich, weil ich habe ihn wieder gewonnen. Digga, ich habe keinen Bock mehr, Also, ich habe dann auch gegen Hertha gewonnen, gegen Bayern und jetzt gegen Freiburg. Souverän 3-0 im Finale. Es ist so bodenlos, was ein Mensch für Glück haben kann bei Simulation. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, also, das habe ich noch nie gesehen. Muss ich schon auch sagen, ist sehr, sehr lucky auf jeden Fall. Er ist einfach Werder Bremen und er gewinnt in 3 Jahren 2-mal den Pokal. Ja. Make Werder great again, würde ich sagen. Ich werd behindert, Alter. Ich mach einfach keine Showdowns mehr gegen dich, Digga. Du spielst einfach scheinbar, weiß ich nicht, Digga. Anderes FIFA, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da läuft irgendwas gewaltig schief. Ganz klar. Wie lief's denn bei dir in der Conference League? Wir sind weit gekommen, aber war Halbfinale war halt Schluss. Okay, also das heißt, für dich gibt's da 2 Punkte? Anderthalb. Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale. Okay, 1,5. Wirklich 1,5 oder runden wir einfach auf? Auch für die Anzeige? Runden wir einfach auch auf 2. Ja, würde ich auch sagen. Macht ja eh keinen Unterschied. Ja, genau, so ist es. Dann gucken wir doch ganz kurz auf die Trainer des Monatspreise, die jetzt natürlich auch keinen allzu großen Unterschied mehr geben. Da wirst du bestimmt einen haben, nehme ich an, ne? Ich habe 2. Ja, ich habe keinen. Okay. Dann gucken wir noch ganz kurz die Statistik der Vollständigkeit halber durch, um dann natürlich auch ein richtiges Endergebnis zu haben. Statistiken ohne Gegentor. Oh, bei mir hat Baumann tatsächlich auch mal ein Tor vorbereitet. Wild. Ja. Ich habe auf jeden Fall 8 Spiele ohne Gegentor. Ich habe 9. Pain. Vorlagen. 3 Spieler mit 8 Vorlagen. Das ist dein Bestwert? Mhm. Ich habe 10. Ich bin endlich mal zweistellig. Und Tore? 18 mal wieder. 19. Traoré und Vega. Oh, das ist also...
ja, das ist dann schon richtig bitter, wenn dann wirklich auch die ganz engen Dinge alle an mich gegangen sind. Also das ist wirklich brutal. Ja, ist hart. Vor allen Dingen, weil es halt einfach die schlechteste Saison sogar ist oder auf einem Level mit der ersten Saison. Und Wir wissen ja, wie der Bremen-Kader noch am Anfang aussah und wie er jetzt gerade aussieht. Ja. Ach man, Leute, es ist einfach meine Frustration mit den Simulationen. Es ist wirklich so, einfach kann kein Mensch erklären, wieso, was da passiert und ach, keine Ahnung, Leute. Egal. Genug abgefuckt. Ich sag ehrlich, es liegt mir so ein bisschen Frust im Magen. Es ist der 6. Showdown gegen Chris, dieses FIFA, und es ist die 6. Niederlage, ey. Es ist wild. Ehrlich? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe dieses FIFA noch keinen Showdown gegen dich gewonnen. Oh, okay. Ja, also wir sind mittlerweile beim 6. angekommen. Ja, okay, und es soll natürlich noch weitere kommen. Und diesmal auch regelmäßiger und diesmal immer komplett aktiv. Ja, ob das passiert, muss ich... Spaß. <Ja. lacht> Nee, ach was. Ja, natürlich, Leute. Wenn ihr mehr Showdowns sehen möchtet, vergesst den Daumen nach oben nicht. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Zu guter Letzt, Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, ein Like gleich ein Mitleid für mich dafür, dass diese Mannschaft einfach nur 10. wird in der Bundesliga. Ganz wichtig, erster Link oben in der Beschreibung. Checkt die Folge aus auf dem Chris-Kanal. Auf dem Kanal von Chris. So rum. Hammer, ey. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe mir sagen lassen, dass die Stimmung da bei mir auch ähnlich ist wie hier. Also sehr auf und ab. Deswegen, checkt das auf jeden Fall ab, Leute. Und Chris hat die Abschlussworte. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, haut rein und ciao. Zu guter Letzt vielleicht auch noch ganz kurz, weil wir es vorhin nicht endgültig abgeschlossen haben, die Endpunktzahl. Dennis ist bei 40 Punkten, ich bin bei 57. Also es sind 17 Punkte Differenz und das, obwohl wir vor der Saison bei nur 4 Punkten Differenz waren, ist schon wirklich extrem. Aber gut, soweit auf jeden Fall dazu. Es war mir eine Freude, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist der 6. Sieg in Folge für mich in FIFA 23. Zumindest die Statistik laut Dennis. Mal gucken, ob Dennis irgendwann wieder zurückkommt. Ich will es hoffen. Ja, und solange Dennis natürlich hier noch nicht den Fuß in die Tür bekommen hat, will ich so viel Aufnahmen, wie es nur geht und auch unabhängig davon. Wollt ihr auch genauso viele sehen, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen da, abonniert hier alle die, natürlich auch die von mir kommen. Lasst Liebe da. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Haut rein und ciao.